Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier in Antigua und reden hier mit Donovan, einem Franzosen. Und ja, ich habe ihn im letzten Part ein bisschen beleidigt. Ich konnte einfach nicht widerstehen, ihn zu fragen, ob er einen Sprachfehler hat. Und ja, mal schauen, ob er uns vielleicht irgendwie mit Kanonen oder so weiter helfen kann. Hast du viele Kunden? Hast du viele Kunden? In den letzten Monaten war es nicht sehr ergiebig, muss ich zugeben. Kapitän Slane war der Erste seit vielen Tagen, der in unserem Affen einlief. Und das restliche Gesindel der Stadt hat kein Geld für gute Handwerksarbeit. Mhm. Slane war bei dir? Kannst du davon leben? Der Geldbeutel hängt eben bei vielen nicht mehr so locker, so war das, genau. Was wie? Slane war bei dir? Slane war bei dir? Ja, aber er hat augenblicklich leider keine angemessene Wertschätzung für meine Waren. Oh. Ich glaube, er hat ganz andere Sorgen. Was weißt du von Slanes Sorgen? Ihm fehlt der Nachschub. Kanonen, Pulver, Wasser, das Übliche. Und solange Alvarez das Handelsverbot aufrechthält, wird er nicht wieder ablegen können. Du darfst trotz Handelsverbot deine Waren verkaufen? No, natürlich nicht. So. Ich habe nichts, was die Abreise von Kapitän Slane verhindern oder beschleunigen würde. Admiral Alvarez wird nichts davon merken, wenn ich euch meine Waren verkaufe. Hast du keine Angst, dass dich Alvarez erwischt? Gut, kommen wir zum Geschäft. Na, hast du keinen Schiss? Hast du keine Angst, dass dich Alvarez erwischt? Ihr seid ein Mann von Ehre. Ihr werdet mich nicht verraten. Ihr seid doch ein Mann von Ehre, oder? Natürlich. Ja, freilich bin ich ein Ehrenmann. Gut, kommen wir zum Geschäft. Sicher sind wir ein Ehrenmann. Ja, ich bin ein Ehrenmann. Freut mich zu hören, mon Kapitän. Doch ist ein Mann meistens eher das, was er tut und selten das, was er sagt. Gut, kommen wir zum Geschäft. Ganz wie ihr wünscht. Hier hört wohl nur jeder Zweite auf den Admiral. Willkommen in Antigua. Wie wär's mit etwas ganz Besonderem? Hast du da was? Aber natürlich. Das hier ist der feinste Laden der Südsee, mon Kapitän. Ich führe eine ganze Reihe an Kostbarkeiten. Was genau soll es denn sein? Keine Ahnung, überrasch mich. Was ist das Seltenste, das du hast? Ich würde mal sagen, er soll uns überraschen, oder? Keine Ahnung, überrasch mich. Das ist schwierig. Aber ich denke, ich habe genau das Richtige. Es ist ein besonders wertvolles Stück. Ich bin froh, dass ich es so günstig erstehen konnte. Günstig? Sacre bleu, es ist mir fast peinlich, davon zu erzählen. Ich habe es beim Kartenspiel von diesem ungeobelten Schmied Wilson gewonnen. Naja, so ungefähr, jedenfalls. Was heißt hier ungefähr? Und jetzt verkaufst du sie einfach weiter? Na, was heißt das so ungefähr? Was heißt hier ungefähr? Der Einsatz war nicht direkt die Pistole. Aha. Jedoch mindert sie den Wert von Wilsons Wettschulden. Ich werde mich von ihr trennen, wenn ich angemessen dafür entlohnt werde. Des Weiteren muss ich mir sicher sein, dass sie nicht wieder in Wilsons Besitz übergeht. Ich werde diese edle Waffe nicht hergeben, nur damit sie wieder diesem Schmied in die Hände fällt. Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie kosten? Du magst Wilson nicht besonders, oder? Zeig mir deine Pistolen. Kannst du mir was beibringen? Ich frag mal nach. Du magst ihn nicht besonders, oder? Du magst Wilson nicht besonders, oder? Er ist ein stinkender, ungeobelter, unverfrorener Drecksack. Okay. Aha. Du magst ihn nicht. Ich will die Pistole haben. Was kostet sie? Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie kosten? Wenn ich es mir so recht überlege, ist es vielleicht doch keine so gute Idee. Verarschen kann ich mich selber. Hast du Angst, ich bring sie zu Wilson? Ja, das untere würde ich mal meinen. Hast du Angst, ich bring sie zu Wilson? Warum? Würdet ihr das tun?
Was wäre so schlimm daran? Na schön. Wenn das so ist, wird es mehr kosten als nur Gold. Ich will den Beweis, dass ich einen Ehrenmann vor mir stehen habe. Mhm. Nur ein Mann von Ehre soll das seltene Prachtstück besitzen. Ich soll dir meine Ehre beweisen. Wie? Du lebst nach dem Piratenkodex. Zeig mir deine Pistolen und das andere wissen wir schon. Also kannst du mir was beibringen. Wie soll ich meine Ehre beweisen? Ich soll dir meine Ehre beweisen? Wie? Wir werden ein kleines Schießduell austragen. Och nein. Draußen auf meinem Übungsplatz. Nur wenn ihr mir tapfer die Stirn bieten könnt, soll die Pistole euch gehören. Bist du ein guter Schütze? Vergiss es, da mache ich nicht mit, ja. Das wäre mir gerade das Allerliebste, ja. Bist du ein guter Schütze? Bist du ein guter Schütze? Der Beste. Na, großartig. Das sagen sie alle. Gute Idee, ich bin dabei. Wir sollten uns gegenseitig erschießen. Was? Wir sollen uns gegenseitig erschießen? Nein, natürlich nicht. Ich werde euch ein paar Sachen zuwerfen und ihr versucht, sie zu treffen. Hm. Wenn ihr meinen Rekord schlagen könnt, habt ihr mich besiegt. Ich hasse es. Ich bin Captain. Gute Idee, ich bin dabei. Vergiss es, da mache ich nicht mit. Ich bin ein Captain. Ich bin Kapitän. Das bedeutet nichts. Ich kenne viele, die ein Schiff führen und trotzdem unehrenhaft sind. Vergiss es, da mache ich nicht mit. Keine Ahnung. Dann machen wir halt. Gute Idee, ich bin dabei. Sehr schön. Dann sagt mir, wann es losgehen soll, mon Capitaine. Tschüss. Ah, ich krieg das doch nicht hin. Ich krieg das niemals hin. Oh Gott. Na dann. Lass uns das Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mon Kapitän. Folgt mir. Ich werde sowas von abstinken. Kann ich gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich da abstinken werde. Kommt ihr! Ja. Ich bin froh, wenn Captain Slane den Hafen wieder verlässt. Es kommen keine Waren mehr aus Tagarigua. Ja. Und jetzt... Ja... Warum? So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ich will doch nicht. Ich bin bereit. Ah bon? Dann hört mir zu. Ihr müsst wie 8 Treffer landen. Oh dann Gott. Gewinnt ihr. Attention! Es geht los. Oh mein Gott. Boah. Ja, der war schon mal für die Fische. Ah! Erwischt! Eigentlich ist es schon vorbei. Ja, Alter. Ja, super. Oh, leider verloren. Ich habe immer ein 2 getroffen. Oh, ihr habt verloren. Das tut mir aber leid. Ich hasse diesen Kerl. Ich will nochmal. Nein, will ich nicht. Zeig mir deine Pistolen. Zeig mir deine Pistole. Sehr gern, mon Kapitän. Ich kann das mit dem Schießen nicht. Doppelläufige Zwillinge, Mörser, Pistole, Kugeln. Wie viel haben wir eigentlich noch? 66 Stück. Da kann man, ich kaufe da einfach mal 44. Dann passt das schon mal. Bauplan für die Zwillinge. Aha, was kostet die Zwillinge? Ja, kannst du gleich selber kaufen, ist schon wurscht. Passt schon mal. Ey, mach das nicht nochmal. Die Quest haben wir eh. Keine Ahnung, ich bin so schlecht in sowas. Wirklich, fürchterlich. So, jetzt könnten wir eigentlich noch die Gargoyles machen, ne? Die könnten wir jetzt noch suchen gehen. Eigentlich. Mit Slane scheinen wir fertig zu sein. Boah, diese Pistole. Diese Schießdingens. Ich hasse diese Schießdingens. Da unten waren wir da jetzt schon. Ich glaube noch nicht, ne? Patty ist eh bei uns. Termiten. Achso, na nix damit. Seht, Heufelchens. So, na, würdest du mal? Und? Jawohl, das ist schon hin. Au! Du bist nicht. Da komm. Passt erstmal erledigt.
Nehmen wir die Sachen mit. Sehr gut. Die Kiste, den Kisteninhalt nehmen wir auch mit. Fackel und 13 Gold. Ja, besser als nichts. Jo, da müssen wir noch die Gargoyles finden und die Eier dazu. Das wird eine Aufgabe. Aber vielleicht hilft es mir, wenn ich die Quest ausgerüstet habe. Also aktiviert habe, ne? Schauen wir doch gleich. Schauen wir einfach mal, ob das... Warte. Ob das klappt. Jo. Mhm. Klappt. Ist okay. Und wie schaut's aus mit den hier? Auch alle da oben. Okay, da unten ist gar nichts. Ich werde trotzdem noch kurz dorthin schauen. Für uns einfach, sicherheitshalber. Zum einen vielleicht wie hier eine Maki-Beere, Proviant und vielleicht ein paar Muscheln, wenn wir noch finden. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. Schwarze Oleander, den nehmen wir auch gern mit. Schau einfach mal, was da hinten los ist. Vielleicht gibt es hier ein paar Riesenkrabben für uns. Und dann werden wir einfach mal den Gargoyles da, den Marsch blasen. Ich bin bei dir. Passt. Sehr gut. Bist wieder, so ist es. Was haben wir hier? Sie schaut ja schon verdächtig aus. Nix. Hier? Nix. Lol. Zweimal nix. Zweimal nix ist nix. Na gut. Dann haben wir hier aber trotzdem was. Und zwar eine Geisterlilie. Die nehmen wir gerne mit. Hier ist... Hoppala. Entschuldigung. Das war zu weit im Wasser. Hier sind ein paar Fische, aber die bringen uns nichts. Da, schaut mal, was wir da gefunden haben. Zusammen packen wir das. Ja, servus. So viel. Jawohl. Ah, sehr gut. Mich fast erschrocken von dem Viech da. Sehr gut, noch eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Ring der Gier. Diebeskunst plus 15, Silberzunge 5. Wird meist, also Goldwert 200, wird meist von Menschen getragen, die auch vorher schon gierig waren. Was? Das würden wir nie tun. Fackel, Grog und Trank der Ehrfurcht. Wirkungsdauer 30 Sekunden, Talent Ritual. Einschüchtern plus 8, Goldwert 20. Niemand weiß genau, was dieser Trank genau mit dir anstellt. Aber du kannst damit deinen Gegner leichter einschüchtern. Ja, wahrscheinlich kriegt man rote Augen und es läuft Schaum aus dem Mund und dann bekommen die Leute halt Angst vor einem, ne? Ja, so muss das sein. So, wartet, bevor ich jetzt noch weiterlaufe, werde ich jetzt endlich mal unser Amulett umrüsten. Da haben wir doch was Tolles bekommen. Wenn ich jetzt wissen würde, wie das heißt. Da, Piratenanhänger. So. Hätten wir noch was? Besseres? Rechte Hand. Titanenharpune, ja, ja. Den Speer, na, na, da passt es schon mal mit dem Schwert. Pistolendingens, da haben wir, passt eh, haben wir eh nur die Kopfbedeckung. Stahlbarts Kopftuch. Oh, da ist unseres besser. Körper und so weiter, Ring, passt eh, Ohrring. Silberzunge. Ja. Passt schon. Alles gut. Der Anhänger ist halt klasse. Den hätte ich gleich früher ausrüsten sollen, ich Idiot. Entschuldigung. Gut, dann hätten wir das hier schon erledigt. Ich werde mal speichern, stimmt. Bevor ich weiter herumhatsche. So. Yep. Und dann gehen wir mal schauen, was die Gargoyles so machen. Das müsste sich noch ausgehen, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch klatschen können. Ich werde mal ein bisschen Proviant zu mir nehmen. So. Yam, yam. Das heißt, auf der anderen Seite müssen wir raus, ne? Da konnte man doch hier irgendwo durchlaufen, ne?
Ja, ich glaube, das stimmt schon so. Oder ist hier die... die Höhle mit den Gargoyles gewesen? Warte, haben wir das Gold abgebaut? Ja. Die Truhe ist verschlossen noch. Ja, da brauchen wir noch viel mehr. Die hier hatten wir schon, okay. Ja, ja, stimmt schon. Da müsst ihr jetzt zu den Gargoyles und zu Eldrick gehen. Ich bin bei dir. Okay. Ja, meine gute Patty. Sag, sag. Was denn? Haben wir schon mal? So, sehr, sehr gut. Du bist so ein bisschen voll finster hier. Aber wir sind schon mal wieder draußen. Gut, da waren wir noch nicht. Gibt's das? Okay, wo sind wir hier? Karte. Ah, da hinten. Okay. Okay. Das ist noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Dann würde ich sagen. Aha. Hier können wir noch ein bisschen kämpfen. Zack, 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 zack. Und das zweite. Ah, du musst doch gar nicht hin. Mistviecher. Na, au. Mistviecher. So, ja. Patty sagt's auch, ne? Geisterlilie, Sandteufel, alles mitgenommen, passt. Kurz mal ein bisschen umgeglubscht. Aber es passt eigentlich eh, dass wir hier sind. Das muss eh alles erkundet werden. Beziehungsweise abgesucht werden, ob hier Muscheln sind und so weiter, ne? Und Gegner. Das sind ja alles Erfahrungspunkte, die wir da mitnehmen können. Ich bin bei dir. Aha. Oh mein Gott, Versunkener. Wie geht das jetzt? Aber jetzt nicht der Ernst. Jawohl. Okay. Betty? Okay. Versuchen wir nämlich wie gemein. Jawohl. Okay, jetzt kommt noch schlechtes Wetter. Liebes bisschen. Na prima. So, wir futtern mal wieder was. Das ist ja schön, ne? Da, da haben wir es ja dann schon mit richtig fiesen Gegnern zu tun. Gott sei Dank ist die Patty bei uns. Ich sag euch was. Die gute Frau. So lala. So lala. So lala. Eine Pfuinus, die nehmen wir auch gern mit. Jawohl. Was haben wir hier noch Schönes? Ein linker Stiefel. Quest Erfolg, der linke Stiefel. Ei! Ich verstehe. Das war dieser seltene Schatz, glaube ich, ne? Ui, da haben wir auch was. Jetzt ist die Frage, ob das der Schatz ist, den eigentlich Rick gehören hätte sollen. Naja. Wer es findet, das behalten normalerweise, ne? Also dann. Ja, ich bin auf den ganzen Sand und die Erde auf Patty drauf geschüttet. Weil sie steht hier hinter mir, ne? Und so wie er schaufelt, kann sie nur Patty mitten ins Gesicht treffen. Es geht ja gar nicht anders. Komm schon! Ja, der Schatz am Weststrand von Antigua. Scheiße. Genau den, den Rick gehört hätte. Wow, ein Diamant ist drinnen. Sehr selten und sehr wertvoll. 100 Gold, ein Goldzepter, Affenstatue und Silberpokal. Tut mir leid, Rick, wir waren schneller. Es tut mir jetzt echt leid für ihn.
Ich sollte vielleicht mal wieder speichern. Ui, und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Alter Schwede. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind hier, glaube ich, sicher. Stehen mitten im Regen und bis zur Hüfte im Meer. Aber ja, wir belassen es mal für heute für hier. Und ich werde dann nächste Woche, also nächsten Samstag, werde ich dann hier die nächste Aufnahmesession starten. Und dann schauen wir mal, dass wir die Gargoyles besiegen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!